Und willkommen zurück. Das habe ich beinahe Fehler gemacht. Ja, so kann es sein. Hab nämlich vergessen, den Audio einzuschalten. Oh. Habe ich letztes Mal den Audio gehabt? Da gucke ich jetzt gleich nach. Oh. Ich habe Angst. Geht so. Ja, passt. Und da? Das schaue ich jetzt nochmal ganz kurz nach, bevor es losgeht. Dauert nur einen Moment. Komm. Hey, ja, passt. Okay. Puh, so, und hier Aufnahme live, blub, blub, blub. Los geht's. So. Tut mir mal ein bisschen leid, wenn ich solchen Schwachsinn verzapfe, aber das ist dann doch irgendwo wichtig. Immerhin wollt ihr ja eine halbwegs gute Qualität haben, ne? Denke ich mal. Ein bisschen anspruchsvoll seid ihr ja auch, und diesen Ansprüchen möchte ich auch irgendwie genügen. Ich versuch's. Also jetzt schauen wir mal Isengard, eine furchtbare, furchtbare Festung. Aber es gibt zumindest ein paar Bäume, die ich fällen kann. Das ist doch mal was. Also, wir machen hier erstmal zu. Dann bauen wir eine Urukgrube. Und dann bauen wir ein Sägewerk. So, ich habe hier eine Rüstkammer. Ha. Für später sicher nützlich. Aber erstmal muss ich da gucken, ob ich das wirklich so. Will ich das so machen? Wächter. Ja, lass mal's mal so. Ich würde lieber die Führerschaftsboni wegnehmen. Es wird schon ein zweites Mal klingeln, wenn es sein soll. So. Schaut doch bisher ganz ordentlich aus. Was Ring schnell. Okay. Bisher schaut das ganz anständig aus. Muss ich sagen. Kann man lassen. Kann man bisher lassen? Ich glaube, ich baue tatsächlich noch ein zweites Sägewerk. Und dann holen wir uns noch eine Urukgrube. So. Und nachdem er sich hier hinstellt und mir gleich ein Signalfeuer quasi gibt, wo er sich jetzt genau befindet, umso besser. Das Schöne ist, ich habe hier in Isengard tatsächlich das Ding hier, die Rüstkammer. Und durch diese Rüstkammer kann ich dann alles, was ich jetzt hier ausbilde, sofort, also auf der Spielkarte, auf der Weltkarte meine ich, dann ausbauen. Das ist eine super Sache. Das ist wirklich super. Das heißt, ich kann jetzt hier schön Zeugs ausbilden und auf der Karte wird es dann kostenlos aufgebaut, das ist super. So. Bauen wir hier noch was. Hier noch was. Geld bekomme ich gerade ganz gut. Das gefällt mir schon mal. Wo sind meine ganzen Dingsköpfe? Oh, das schaut jetzt nicht ganz so super aus. Vielleicht muss ich hier nochmal zumachen. Schauen wir mal. So, mal sehen, ob ich Drogoff bekomme. Weil der ist dann doch immer ein bisschen. Was war denn das jetzt? Oh.
Ja. Das ist gut, solange er diesen Schwachsinn macht, ist gut. Das macht nämlich kaum Schaden. Und damit kann ich da guten Gewissens draufballern. Das funktioniert dann tatsächlich recht gut. So, das Tor bricht gleich. Aber da dürften sie nicht allzu gut durchkommen. So viel dazu. Ich kann halt gerade auch nicht viel mehr machen, außer... ne? Außer überall Türmchens bauen. Viel mehr kann ich da gerade nicht machen. Aber es geht noch. Das brechen wir erstmal ab hier. Das wäre ein kaputtes Update. Ist halt dann einfach nur teuer, ne? Dann bau mal weiter. Ah, schaut doch ganz ordentlich aus. So, das müssen wir noch zerstören. Wo sind meine Sägewerke? Da habe ich noch zwei. Ich hätte gerne noch ein drittes irgendwann demnächst. Gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen, wie ich mir das wünsche. Aber bisher geht's. Ein Dings ist kaputt gegangen. Schmelzofen. Na, schaffen wir's. Müssen wir wieder zurück einnehmen. Da bauen wir schon so viele Türme. Und dann bringt's nichts. Ist echt peinlich. So, dann habe ich hier so vier so Türme. Festungen heißt es, obwohl es gar keine Festung ist. Das ist ein Schwachsinn, ist das. Aussichtsturm heißt es. Ah ja, doch, okay. Das macht mehr Sinn. Weil mehr ist es auch nicht als ein Aussichtsturm. Das ist ein. Oh oh. Naja, aber das geht ja jetzt hier. So. Da können wir noch bauen. Wir holen uns hier noch ein Sägewerk. Irgendwo in seinem Gebiet möchte ich das machen. Hier hinten zum Beispiel. Da und Krawums. Das gibt Kohle bis zum Abwinken. Ah, ja. Ah nein! Habe ich das jetzt zu früh gemacht? Nein. Puh! Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Naja. Ich würde mal sagen, das läuft jetzt schon so, ne? So, ich greife jetzt einfach mal wild an. Irgendwann werde ich irgendwo schon irgendwie hinkommen. Für ordentlichen Schaden. Ja, das passt schon. Nur kein Stress. Die Krähwein, die machen sich ja auch ganz gut. Ach, der hat eine Festung. Ja gut, wenn er da eine Festung gebaut hat, dann machen wir hier nicht so viel. Noch ein Turm. Schaffen wir den Turm? Vielleicht schaffen wir es auch nicht. Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ist es? Nee, das ist Hexenkönig. Aber gegen den sollte ich mich so nicht stellen. Ach, der hat hier ganz viele von denen. Typen. Aha. Interessant. Sehr interessant, was die KI da zusammenspielt. Und das ist gar nicht mal dumm.
Also die machen das schon. Irgendwie Stück für Stück. Ja. Aber ich kann ja mal nach oben gehen und da ein bisschen Schaden machen. Der Hexenkönig ist halt böse. Ist erst. Nein! Na, oh, jetzt haut er da wieder ab. Na gut, ich habe ausgebildet. Er lässt mich machen, wie ich will. Das ist mir auch recht. Dann ziehen wir uns zurück und gut ist. Ich habe wieder volle Kanne ausbilden dürfen. Also den Ringkrieg. Ich will es nicht zu sehr spoilern, aber ich glaube, den haben wir gewonnen. Das dürfte kein großes Problem sein. Ja, ein bisschen was haben wir verloren, aber wir haben auch ein bisschen was gewonnen. Also ganz so düster schaut es jetzt gar nicht aus. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Dann gucken wir hier gleich mal, wie es da weiter ausschaut. So. Nachdem ich nichts anderes außer Schmelzöfen bauen kann, baue ich nichts anderes als Schmelzöfen. So, wir haben Fornost verteidigt. Was wollte ich denn hier eigentlich? Khan Doom hole ich mir, dass die Festung endlich mir gehört. Ah, pass auf. So machen wir das. So, so ein bisschen verteilen die Truppen. Ja, das sind zwei Magier. GG. Da ist egal, wo ich hingehe. Das werde ich alles einnehmen können. Ich renne jetzt mal hier hin. Obwohl. Ah, ich kann hier reinrennen. Das ist ja noch viel besser. Weil er kann nur hier oder hier hin. Perfekt. Hier bleibt man einfach stumm stehen. Und dann machen wir hier einen Seitenangriff wieder auf Helms Klamm, während ich hier weiter auf Minas Morgul marschiere. Und zwar über Ithilien, die Totensümpfe Maginat. Das ist mein Plan. Ja, er versucht wieder in Dol Guldur. Ich greife in Ithilien an. Die Schlacht werde ich haushoch gewinnen. Die wird knifflig, das wird simpel. Ja, dann wo gehen wir als erstes rein? Wo? Ja, jetzt habe ich keinen Stream an. Holen wir uns noch Khan Doom. Für die Aufnahmesession holen wir uns noch Khan Doom. Ja, was nehmen wir als Codewort? Vanilleeis? Nehmen wir Vanilleeis. Heißt es Vanille oder Vanille? Das ist immer so eine Frage, in welcher Region Deutschlands man ist, ne? Oder was man gelernt hat, keine Ahnung. Oder Vanilleeis gibt's auch. Vanille. Ich hoffe mal, ich habe mich jetzt hier mit Khan Doom nicht übernommen. Weil ganz so einfach wird das dann doch nicht, wie ich das jetzt angepriesen habe. Und ich weiß, dass es nicht so einfach wird. Weil ich halt hier schon gegen die Dinger nicht rankomme. Da ist nur ein Katapult. Das ist so abartig. Nein, keiner will Ärger. Habe ich hier? Nee. Nö. Na gut, viel mehr geht da nicht. Ne? Das ist auch nützlich. Puh. Nochmal gucken. Wird nicht leicht. Wird definitiv nicht leicht. Aber ich probier's. Maschinen bauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Züchten wir zurück an die Arbeit. So, gucken wir mal. Ja, der Feind hat eher uns gefunden. Macht aber nichts. Der Held, der rennt jetzt hier mal hinter Shaku ans Tor. Mal gucken, wie er was macht. Der hält halt nichts aus, ne? Das ist jetzt aber praktisch. Er hat doch hier irgendwas zum Einnehmen, oder? Wo waren wir? Dann benutzen wir das jetzt einfach mal zum Scouten.
Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, den Vorposten sollte ich lieber zerstören. Das überlebt er niemals. Niemals überlebt er das, das kann ich volle Kanne vergessen. So, da hat's ein Katapult. Du solltest doch abhauen. Na, jetzt ist er auch tot. Gut, auf Wiedersehen. Toll gemacht. Sehr toll. Ja, ob ihr das musstet, ist die Frage. Geht hier überhaupt irgendwo irgendwas? Schaut nicht so aus. Was ist das denn hier? Armbrustschützen. Gestorben. Wird definitiv nicht einfach. Ich hab's mir leichter vorgestellt. Ein bisschen zumindest, aber die KI hat hier tatsächlich einen richtig knackigen Vorteil. Das wollte ich nicht klicken. Das wollte ich gucken. Wow, haben die viel Zeugs. Ist ja abnormal. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht, ob das so läuft, wie ich mir das wünsche. Ich kann halt hier auch nichts bauen. Ah, hier könnt noch gerade so gehen. Vielleicht, na, vergiss es. Keine Chance. So, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ja doch was auf die Reihe, ne? Hier kann ich zum Beispiel noch was bauen. Noch nicht. Bald aber noch nicht. Ah. Wie fies diese Wölfe sind. Schauen wir mal, ob ich da groß was machen kann. Ich bezweifle es, ja. Aber man kann es ja mal probieren. So. Nee, du sollst da ja hingehen. So. Zünd an. Hat er nicht mal irgendeinen Schaden gemacht? Oh Gott.
So, irgendwo würde ich gerne Holz schlagen, aber hier gibt's halt nichts. Ne? Das bisschen Holz, was es hier hat, ist sehr bescheiden. Da kommen noch mehr Blödköpfe. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Bei dem ganzen Kram, der hier passiert. Boah, wow, das ist aber ganz knapp. Gehört das Gebäude uns? Warum gehört das Gebäude nicht uns? Hä, der hat sich teleportiert, wie geil! Renn! Ach, da ist wieder Katapulte, ja klar. Was sonst hätte es sein können? Zumindest haben wir das Gebäude kurz eingenommen. Das ist doch schon etwas. Okay. Was schon wieder? Was? Wo? Oh, Blödköpfe. Na komm, jetzt haut's die Dinger weg. Ist er doch gestorben. Sehr schön. Naja, noch halte ich mich. Ich wüsste nicht mal, wo ich hier bitteschön Sägewerke bauen soll. Ich klatsche jetzt hier mal eins hin, aber zufrieden bin ich damit nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, mehr Ballisten. Irgendwann noch mal eine Bombe. Ja gut, vielleicht kann ich hier irgendwie was bauen. Ich weiß es doch auch nicht. Eine ganz schwierige Angelegenheit. Der hat überall... Überall hat der Zeugs. Na. So viel dazu. Also hier geht nix. Okay. Feuerpfeile sind fertig, das ist gut. Dann kann ich jetzt mit Bomben anfangen. Eine Balliste bauen wir noch. Und dann kommen die Bomben. Ich muss halt wirklich erstmal alle Festungen hier wegballern, ne? Es geht sonst nichts. Sonst geht da nichts. Ja, wir kriegen bald mehr Rohstoffe, nur keine Panik. Oh, wo nervt. Es nervt halt so sehr. Da kommt eine Truppe hin. Und ich habe hier nichts, um irgendwie was zu töten oder zu verteidigen. Nichts habe ich hier, gar nichts. Es ändert sich jetzt aber. Na, jetzt schauen wir mal. Eigentlich wollte ich das schon lange bis geschafft haben. Aber das will man machen, ne? Ich finde halt keine Bäume. Hat sie irgendwo Bäume? Da hat es ein paar. So, stirbt es? Nein, gut.
Habe ich irgendwo Feuerpfeile? Bald. Na, geht's ihr mal dahin? Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Drachen. Geht's bloß nicht zu nah. Ja, das dachte ich mir schon, diese Blödköpfe. Es macht halt kaum Schaden. Das ist so traurig. Ich muss halt erstmal versuchen, den äußeren Ring zu zerstören, bevor ich zum nächsten übergehen kann. Anders hilft es nichts. Das hat sonst anders keinen Sinn. Schauen wir mal, ob das mit den Minen besser funktioniert hier irgendwann. Irgendwie. Ich glaub's ja nicht. Oh oh. Wenn ich keine Baumeister mehr habe, habe ich ein Problem. Dann habe ich ein wirkliches Problem. Dann schmeiße einfach hier hin. Ist mir voll wurscht, bevor sie kaputt geht. Lebt die Mine noch? Ich weiß ja nicht, ob eine Mine auch Sicht macht, ne? Keine Ahnung. Ich sehe die Mine nicht mehr. Hat es hier nicht irgendwo eine Mine? Doch, da hat es eine Mine. Ah! Die hat auch einen Sprengzünder. Ah, wie praktisch. Na, hätte ich das mal früher gewusst. Gut, dann müsste es ja hier als nächstes ordentlich rumsen. Ah, da oben greifen sie an. So, hier jetzt auch ein bisschen gerumst. Gar nicht mal so schlecht. Nein, ich weiß noch nicht. Ich brauche noch immer eine Festung. Ja, die greifen so einiges an. Das ist ja das Problem. So, hier bin ich aber safe, oder? Bitte. So, Festung. Jetzt leckt's mich alle mal. Keine Lust mehr auf diesen ganzen Müll. Das dürfen die nicht gewinnen. Das Gebäude. Ja, also, GG. GG des Todes. Wiedersehen und tschüss, Sikowski. Ja, keine Ahnung, weil ich zu viel ausgebe. Ich hab doch keinen Plan. Oh, wir haben den Ring. Ah, wir haben den Ring. Dann gibt's vielleicht bald einen Sauron. Mal gucken. Gibt halt echt keine Möglichkeit, hier irgendwie an Gold zu kommen. Ne? Den Drachen zu beschwören ist jetzt auch... Ach, Moment einmal. Moment einmal. Da gibt's ja manchmal Mittel und Wege. Guck mal, was der gegen die Festung ausrichten kann. Dann probier's nur weiter. Ist egal, das kauft mir ein bisschen Zeit, soll mir auch recht sein.
So, hier alles zerstören. Die Schmelzöfen tun mir auch nicht sehr weh. Können sie angreifen, was sie wollen und wie sie wollen. Interessiert alles nicht. Das hätte ich schon viel früher machen können mit dem blöden Drachen. Naja, ein bisschen Schaden macht's ja. So ist ja. So. Jupp, den haben wir. So. Wenn ich hier alles ausgebildet habe, ist eh vorbei. Dann kann der gar nichts mehr machen. Dann war's das. Ah, Scharko wiederbeleben, kostet nur Geld. Gebäude und Mauer Upgrade. Ja. Kostengünstiger, das ist sehr nützlich. Mauer und so, ja, muss man mal gucken. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schutt und Asche, genau. Genau das. Baumeister, es gibt Arbeit. Oh nein, eine meiner Spielzeuge. Hilfe. Ich habe hier nur 1000 Millionen Leute, die alles kaputt haben. Ah, hier hat er noch so ein bisschen was. Sollten wir auch, ja. Aha, da hat er mir wieder was zerstört. Ja, nicht mit mir. So nicht. So, zwei Türme hat sie. Ach du große Güte. Ja, riech mal. Darfst du. Wie wär's, wenn die da alle angreift? Na, wie viel Schaden macht's da? Ja, instant tot. So. Da wollen sich Bogenschützen mit Ballisten anlegen. Ah, wie knuffig. Falls ich es vergessen habe, die Episode geht schon viel zu lang. Aber ich glaube, es gab schon ein Codewort. Ich lasse es jetzt lieber, nicht, dass es schon wieder peinlich wird und ich wieder zwei habe. Ich glaube, ich hatte schon ein Codewort für die Episode. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass dem so ist. Wo Baumeister? Ach du große Güte. Ja, dann rettet dich mal. Na los. Schon schön das Türmchen da kaputt machen. Ja, ja. Interessiert doch alles nicht mehr. Ja, ist auch egal. Kostet es jetzt wirklich weniger? Ja, tatsächlich. War nicht so schlecht. So. Da haben sie was. Ja, dürfen sie auch. Dann rennen wir halt wieder dahin mit dem Baumeister, ne? Wir können uns auch noch einen neuen Baumeister kaufen. Ist alles in Ordnung. Dann halt so. Alles vernichten und zerstören. Sobald der Turm weg ist, habe ich den äußersten Ring auch erstmal erobert. Das ist denn sehr gut. So. Die Festung bauen wir jetzt schön auf. Sie
So. Und los geht's. Schauen wir mal. Mariaturm ist fertig, na also. Ist zwar sinnfrei, das da einzusetzen, aber das machen wir jetzt einfach mal. So. Und dann machen wir hier ein bisschen was mit Mauern. Ich wollte schon immer mal was mit Mauern ausprobieren. Machen wir jetzt einfach mal. Einfach ausprobieren. Hat sie irgendwo noch Bäume? Ach du Größe. Ach, der hat zwei Vorposten. Ja, natürlich, klar. Ich finde nichts mehr, was Bäume hat. Sorry. So. Da hat's noch ein bisschen was, was ich bauen kann. Ah, hier geht's nicht so gut. Hier noch. So. Ne? Wie kommt denn da jetzt wieder Zeugs hin? Nervig. Deswegen will ich Mauern haben, weil dann bin ich einfach safe, wisst ihr? Wenn ich hier überall Mauern baue. Ja, jetzt gibt er auf. Blödkopf. Naja. Ich habe eine riesen, fette, heftig geile Armee in Khandum. Ich habe Mauern gebaut. Ich habe eine geile Festung gebaut. Passt. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So kann es von mir aus bleiben. Nee, schaut's mal. Khandum? 25 Minuten gegen eine brutale KI. Also das ist gut machbar. Ist ganz gut machbar. So. Aber damit bin ich erstmal fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.